Hallo und herzlich willkommen zurück zu Oldboy. Ich bin der Alex und mit mir dabei ist wieder der Tom. Hallo. Hallo. Wir sind zurück und Am Teller ich für rollen. meinen Teil weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Deswegen gucke ich mir jetzt erstmal ein bisschen um Otis hier. retten. Ne, Ja. Otis, wie hieß der andere Wir noch? sind Otis. Siehst du, das ist Gabby. gut, dass wir eine Vorbesprechung gemacht haben. Wir Gary. sind Otis und Geddy ist weg. Geddy hat uns verlassen, weil wir Freundschaft mit dem Spinn Twig-Typ machen wollen. Heißt nicht der Twitchy. eine bei South Park auch Twig? Hast du nicht Twitch? Ach, guck hier. Ja, musst du Kanonenmann rufen. Mit dem Der Feuer Kanonenmann wegschmelzen. geht an die Kanonen ran. Hat auf jeden Fall Also, geklappt. Kann ich auch so ein bisschen du anzünden. kannst es so gedrückt halten, dann bleibt das Feuer so anzünden. Feuerzeug anzünden. Messer, Gabel, Schere, Licht. Na? Also umso länger du drauf stehen bleibst, umso mehr Münzen kommen raus. Das ist der Geheimtrick, ne? Ja, du musst ganz schnell den Controller drehen noch. Oder das Spiel einfach eine halbe Stunde stehen lassen. Die Musik erinnert mich übrigens an irgendwas anderes. Weißt du, wie die gerade eingesetzt hat? Ein Film oder so. Findest du nicht eigentlich auch, dass. Das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Dass der. Das Parallax-Scrolling ganz cool ist. Nö, das auch, aber dass der Felsen dahin aussieht wie die Tentakel, bisschen aus. Ja, Der aus der Tentakel. das habe ich gedacht. Und weißt du noch in. Kann ich höher, Nee, weil. darfst nicht hier, Aber wir haben auch weil schon es darüber regnet. gesprochen, ne? Dass über der Stratosphäre ist es kalt. Also noch kälter. Bad. Boys. Wasteland. Hieß es Wasteland? Nee, wie hieß denn das Spiel noch? Das Dieses Spiel? Vierspieler-Koop-Schießspiel mit unendlich Waffen. Gauntlet. Nein. PS4, 3. Ach so, Borderlands meinst du? Borderlands. Ja. Weißt du, dieser Planeten-Orbit. Wir müssen aufpassen, weil Ups. den Namen, Namensfindung für Fortgeschrittene, den habe ich schon vergeben. Also. Ja. Der Diese Orbit. Raumstation von dem Bösewicht. Die hatte auch so ein. Ich habe da von dem Spiel nicht hier so viel gemerkt, weil ich das auch nicht mehr so gut fand irgendwann. Aber wie die hieß, weiß ich jetzt nicht, ne? Die Raumstation, wie die hieß? Oh, die hatte, glaube ich, keinen Namen. Ach so, Die echt? gehörte zu diesem Oberbösewicht. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Jack. Handsome Jack. Das war die Handsome. In the road, Jack. Jack haben wir doch vorhin auch schon Won't you come irgendwie back was. no more? Ja. Lass die doch einfach eingefroren. Nein, die bringen doch Münzen, oder? Nee. Na gut. Aber es ist Also. nett, sie aufzutauen und dann zu töten. Ja, die sollen doch nicht unnötig gequält werden da dran, oder? Die sind doch. Ich finde es komisch, dass es das nicht Ja, geht. das finde ich doch. Das Spiel war 7 Jahre in der Entwicklung. Echt? Ja. Wenn es 8 Jahre geworden wäre, dann würde das wahrscheinlich gehen, dass Das man da so stimmt. drauf werden kann. Hättest du mehr bezahlt, wäre es besser gewesen. Achso, ja. Ich hätten sie mehr Ich hätte patchen gerne so ein können. Update, dass die Schrotflinte sich schnell auflädt. Kannst du kaufen. Aber es ist nur für eine Stunde. Ja, ist es so ein Premium-Upgrade? Nein, nicht Premium, aber so paid. Time consumable. Pay to open. Pay to Das open, ist. das nennt, so heißt das doch auch hier mit der Prostitution auf dem Kiez. Naja, also nicht so naheliegend. Aber sag mal, Mal. ist. Das ist echt ein bisschen nervig ohne Geddy, ne? Weil man ewig warten muss, bis man wieder schießen kann. Ja, aber den kriegen wir gleich wieder. Kannst nicht so bringen. Ja, ich wollte es jetzt nochmal probieren. Der fährt jetzt da runter und wir sind übrigens auch ziemlich aus der Puste dann, wenn wir das machen. Huch. Sind wir in das andere Loch eigentlich auch reingeflogen? Ach, ist ja egal. Nehmen wir das hier. Sollen wir nochmal in das andere Loch reinfliegen? Nein. Da sind wir bestimmt rausgekommen, oder? Nicht, dass da was Wichtiges ist. Nein. Ich fliege da mal eben kurz hin. Ne? Da musst du dashen die ganze Zeit. Ja, mach ich jetzt auch. Muss ich Ein aber erstmal Mehrdash. droppen, den Typen. Drop mal den Typen. Drop the mic. Obama-Style. Ja, das war echt witzig, das Video. So, was ist denn das Loch? Hab ich was verpasst? Ne, ich habe nur den Obama-Move für mich alleine mal kurz gemacht. Doch, wir kommen hierher. Das kommt. Ja, hier war der Wind. Der Hier Wind, der kamen wir Wind, das her. himmlische Kind, ja. Vor allem dürfen wir da nicht wieder hin, weil wir haben den Spinntypi nicht mehr dabei. Spinny. Wir würden da gar nicht mehr rauskommen aus der Windsache. Du Ich hast drück bestimmt auch schon an. mal Castlevania Symphony of the Night Speedruns gesehen, oder? Mit dem Backdash. Ja. Und den Backdash kennst du mit dem Schild? Und dann immer Rutschschild, 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 Rutschschild. Geht die ganze Zeit so.
Mein Favorite Speedrun der letzten Zeit war immer noch der Super Mario Sunshine. Na, ja, Feuer dahinter. Ach, lass ihn nur, wir kriegen eh nichts dafür. Die Ehre. Ja, Super Mario Sunshine ist echt lange her. Ich kann mich nur daran erinnern, dass der eine Level mit dem Yoshi scheiße war. Hast du den jetzt eigentlich komplett gesehen, die Speedrun? Mhm. 3 Stunden 20. Ja. Und dann müsste die Szene ja eigentlich auch gewesen sein. Ach, guck, hier ist auch Wind. Ich weiß, welche Szene mit dem Yoshi du meinst. Die ist ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Wir haben den doch. Hast du das gespielt oder hast du nur das Video gesehen? Ich habe das Spiel auch gespielt. Ach, komm. Nein, die war schon scheiße, aber wenn man du provozierst, weiß, dass wir es das nämlich streamen müssen demnächst und dann möchte ich gerne sehen, wie du die Level machst mit dem Yoshi. Ja, du musst halt ihm die richtige Frucht geben und dann musst du da kotzen, dass die Fische sich verwandeln. Fliegen. Macht er die ganze Zeit. Oh, was ist das denn da? Ist da ein Schlüssel noch? Examining. Examine, meine ich. Die drei Fragezeichen wohnen hier. Der Schrottplatz hinter der Wand. Justus Jonas. Peter Shaw. Und Tarzan, der jetzt Tim genannt werden möchte. Ey, da hast du das Flugzeug gesehen, da hinten. Ja. Das Flugzeug. Ach, da sind mehrere. Ich bin geraten. Oh. Ach, das ist der Trick. Muss ich mal. It's my family, they're in trouble. Seine Family? Sehen die alle so bekloppt aus? Das ist jetzt irgendein Pirat, ja genau. Our inspection is over for today. Don't try anything stupid if you value your lives. Ja, kannst du, wenn du willst, den Opa sprechen. We won't cause any trouble. No trouble we cause. Good, as long as you don't cause trouble. Ah, das ist gut. The occupation will be over before you know it. I'll be back tomorrow. Der ist wie der Typ aus Monkey Island 2, ne? Tofus? Nee, Lago. That scum destroyed half our furniture. Furniture? At least they didn't find the wine cellar. Let's just get back inside before they come back. Ich hab schon vergessen, wie viele Geräte wir dem spielen. It's too cold out here for my old bones. Oh, halt frisch. So. Hat er da jetzt hingemacht? Oh man, I didn't think the pirates would cause trouble for my family. Oh, What comes around goes around, sag ich mal. Echt mal. Können sich andere Leute auch mal eine Scheibe von abschneiden. I'd better go check on him. Ja, danke, du warst auch echt lange genug hier. Übrigens ist da dann so ein Pfosten da. Vollpfosten. Why are the pirates around here? We should investigate this area, but I do not like this, Otis. If we proceed, we need to be very, very careful. Außerdem hat er nicht Master Otis gesagt. I shall stay out of sight for now. Hinter dem Wörtern. Ja, genau, kann ich mir das checken. Grab. Ich weiß ihn einfach. Das will er doch gar nicht, oder? Problem gelöst. Zum Ass-Kicking. Ja. Aber ich langweilst du den nicht? Jetzt haben wir keinen Geddy, den du synchronisieren musst und hast den Controller nicht in der Hand. Du musst du die ganze Zeit Kümmel trinken. Ich kann dir lustige Geschichten erzählen. Wie Bela nackt vom Faschenstand. Es wird ein Videospiel verfilmt. Dreimal darfst du raten, welches. Ist das schon mal... okay, ich muss aber... Ich kann auch Fragen stellen, ne? Oh ne, jetzt müssen wir jetzt mal reden. Hi, Pa. Hi, Bro. I'm home. Oh, Twig, is that you over there? Die Augen sind auch nicht mehr so gut, ne? So it is. Er bewegt sich auch so komisch. And you brought home a friend. Oh, still hanging out with pirates then. Twig has brought a pirate into our house now. This is Otis, he's an owl from Valley. I wanted to check to see... Oh. You're still pretending to be a spider, are you? Sind die denn? You see, Otis from Valley, Twig here has always been a weirdo. Dressing up as a spider, because it's cooler than being a stick butt. Bug. Weil das der gute Stick. Nur ein Stick in Butt, ey. Ja. Er ist also quasi Spinnenvestit. It is cooler. Enough, Twig.
Get out of that costume and let's talk. And into my car, dachte ich. Pa, please. Not in front of my friend. Oh nein. Ich finde eigentlich, dass der ganz cool aussah mit seinem Kapuzenpullover. Ja, vielleicht behält er den oder wer hat, der hat jetzt bestimmt wieder nachher wieder so aus. Achso. Nike, just do a trick. Side. Was? Okay, das sieht richtig blöd aus jetzt. Meine Güte. Aber hat er trotzdem noch vier Arme? Oder ist Moment, hat er nicht ein blaues Gesicht? Ja, ich auch nicht so genau. Oder so, ich dachte grün, aber okay. There, happy now? Great. You're great. Now turn around. Tom. Hä? Also schmutzig. And get out. We just want to ask a few questions without you looking like an idiot. Genau, wie die 1 und 3 zum Beispiel. So. Hast du das Geräusch gehört? Are you home to stay this time? Or are you still in league with those innocent pirates? The pirates ditched me. They were just using me. And this guest here, is he a delinquent like you? Oh, this is a good guy, bro. He just had to find his way back home. Well then, make yourself at home, Otis. I apologize for the rude welcome. You can never be too careful those days. Welcome to the Stick family's home. Ja, ich glaube, dass sie dünner sind, aber also. Safe. Safe Talk. Ist natürlich schon mal gut, ja. Jetzt haben wir dummerweise hier ganz viel Talk-Optionen. Kann ich hier auch in so einer Matte pennen. So, sind das jetzt Käfer oder was sind das ja, jetzt? Ja, diese Stick. Diese Baumkäfer, Bock, diese mit diesen ganzen. Nee, nicht Borkenkäfer, diese mit diesen ganz langen. Ich glaube, ich kenne die gar nicht. Doch. Kennst du, meinst du? Ja, klar. Bin ich so ein Käfer-Spezialist, nicht mehr. Krabbelkäfer, krabbeln leise. Ja. Aber hat er denn jetzt noch vier Arme oder hat er jetzt nicht vier? Man sieht das nicht. Der hat nur zwei. Der hat ja hier und an der Seite sind so Sachen, die so runterhängen, aber das weiß man nicht so genau. Aber Käfer haben doch auch mehr als zwei Dinger da, oder? Naja. Okay. Egal. Ich rede mal mit mir selber, ne? Mhm. As you can see, they were right. I'm a stickbug, just like them. So boring. Okay. At least I can be a spider when I'm not in here. I'm glad I can hang out with you guys. That way I don't have to be at home. Pa versteht mich einfach nicht. Also muss ich immer Hausaufgaben machen und aufessen. Immer muss ich aufessen. Let me know when you're leaving, so I can put on my... shit, hätte ich fast gelesen. On my suit again. Talk. Na, das ist doch so, ja. I hope Twig hasn't caused too much trouble for you. Twig's always been a special case. Na, kommt in die E-Klasse, kommt er. But I'm glad some good friends turn up. Maybe you can recommend that Twig stays in Messos and leave you alone? I can hear you. Dad? Don't talk like that. You. So. Look, I wish Twig would just quit the spider act and stay at home like a normal stickbug. Ich find... How did you end up with Twig anyway? Twig's always been a troublemaker, driving everyone nuts with worry. Meinst du, Twig ist der Jar Jar Binks des Spiels? Nee, das nicht. Twig ist der ist Owlboy, nur aus einem anderen Dorf. Achso, ne. Der mögen ihn auch, mag ihn auch keine. Ja, jeder in dem Spiel ist ein Arsch. Mehr oder weniger. Du, aber alle anderen, meinst du, ne? Ja. Also unsere Truppe nicht, aber alle anderen. Ja, andere sind irgendwie der Pissige. Ja, nee, finde auch, nee. Don't tell Twig I said that. The truth hurts the sensitive. Okay. Oh, you can't speak at all? I guess that takes care of the problem. Ned. What are you whispering about? Yeah.
lassen wir so stehen. War gut. Ist doch gut eingesprochen. Kein zweiten Take. Ruf mal den. Dein, kannst du drücken? Kannst du den anderen? Nee, rufen? Der will ja nicht. Der will ja nicht hier im Dorf rumkummeln. Aber jetzt kann ich den. Twitch auswählen. Ja, Twitch, genau. Hey, wait up! I will come with you. Just let me put my threads back on. Ja, das sieht auch viel cooler aus. Zack. Also, zack. Und ich sage. Zack, zack. Zack. Guck, jetzt ist sein Gesicht. Hä? So im Schatten vielleicht oder so, keine Ahnung. Ich würde die Farbe eh nicht einschätzen können. Aber sieht eigentlich viel cooler aus. So. Well, that was fun. Das war überhaupt nicht fun. I wonder if my family was happy to see me at all. Yeah. Surely, they must have been somewhat worried. Especially when there seems to be pirates about. I doubt it. Every time I come home, there's a shift. They go on about what a freak I am. Would you like mind if I hang out with you guys for a while? Well, until you find a way out of here? As it stands, Geddy has yet to return, and we could certainly use your unique abilities. Especially if we want to travel the windy holes, hätte ich fast gesagt. What do you say, Otis? No, gar nichts, aber thank Green tut ein bisschen. Really? You will let me join? Thank you. I will help you in any way I can. Na, sehr gut. Das war doch in dem Häuschen schon. Ja, naja, hat keiner gesehen. Cool. Twitch. A prankster and a troublemaker who likes to dress up as a spider. Twig shoots web pellets that can slow down or tangle enemies. Außerdem hat er einen Spinnensensor. Twig can also grapple to walls or objects or people. Okay, so gut. Da kann ich ja hier mal so. Wie, wo hat er sich denn jetzt festgehalten? Nicht. Ist egal, der hält sich in der Luft fest. Nee. Achso, ich darf ja nicht höher, deswegen kann er sich nicht. Aber warum bin ich denn so erschöpft? Er will einfach nicht, dass du höher fliegst. Oder ist das, weil es hier so kalt ist? Nee, ich glaube einfach, das Licht an dem, wenn du ganz nach oben fliegst. Das heißt, wenn ich mich mehrmals hier so hin und her hangel, dann geht das? Ich glaube schon. Aber wir blinken so komisch, ich glaub, ne? So iframes. Okay, das ist also nur, wenn ich zwei nach oben. Ah, okay, gut. Okay, hast du denn schon den schicken Stuhl gesehen hier? Ja, bis auf das nicht reintrittst. Na. Und was ist das da? Das ist der Sack mit den Wäscheklammern. Den Wäscheklammersack. Ist wohl Klammersack gepudert worden früher. Zu heiß mit dem Klammersack gepudert. Was ist das für eine komische Tür hier? Grab. Oder ist es keine Tür? Doch. Ich glaube, du musst da oben an diesem Knubbel vielleicht grabben mit dem. Oder kann drauf werfen oder so. Kann ich grabben. Soll ich mal? Komisch. Aber wir können jetzt ja durch die Eishöhle zurück, insofern ist es nicht so schlimm. Oder sollen wir hier im Dorf eine Pause machen? Nee, an dem gestreiften Ding. An dem gestreiften Ding hier? Okay. Am Tannebaum. Am Tannebaum. Während im Hintergrund die Metal-Slugs lang fliegen. Genau. Die fliegenden Slugs. Okay, ja, dann ist das doch gut, ne? Wir haben Geddy noch nicht wiedergefunden, aber zumindest haben wir jetzt noch mehr Charaktere gefunden, für die wir uns die Stimmen merken müssen. Young Skywalker. Skywalker. Ja, also ich kann mir den Typen merken, aber nur noch ungefähr 5 Minuten. Insofern, wenn wir wieder im Dorf zurück sind, dann weiß ich nicht mehr. Ja. Dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann.